Guten Morgen, 2. Januar 2022. Versuchen wir etwas Neues. Wir spielen mal so ein bisschen mit Farben, und zwar einen Sommerausflug auf die Leinwand zu bringen. Und wir verstecken es in einer prominenten Landschaft. So viel sei verraten, ihr könnt dabei sein. Los geht's. So, die erste Überfarbung ist jetzt passiert. Der 356 ist jetzt hier skizziert auf der Leinwand. Das Mädchen habe ich auch übernommen. Was mir nicht gefiel, war diese Mütze hier oben. Deswegen habe ich jetzt Mädchen mit offenem Haar Fantasie. So, ihr seht das wahrscheinlich noch gar nicht. Deswegen machen wir jetzt mal so einen Filter rein. So ein Kantenbild, so ein Laplace-Bild, und die Kamera rechnet das mal eben für euch um hier. Erste Ableitung in der Mathematik. Ich will das mal so ein bisschen auflösen, und zwar, ich habe eben Franz Marc eingegeben. Franz Marc, ganz berühmter Maler, Mitbegründer des Expressionismus, leider im Ersten Weltkrieg gefallen, relativ jung, 36 oder so. Und dieses Bild hier, das finde ich so schön, weil was ich übernehmen möchte, ein bisschen abkupfern möchte, sind hier diese abstrakten Berge. Also in allen schillernden Farben. Die Pferde, die sind noch relativ normal. Die setzen wir auch da rein. vielleicht ein bisschen abstrakter, vielleicht in Blau. Weil es gibt ja auch ein schönes Bild von Franz Marc mit den blauen Pferden. Oh, verkehrte Richtung. Ein Jahr später hat er das also noch viel abstrakter alles gemacht. Also die Berge sind noch da, aber das Pferd ist jetzt blau. Vielleicht so ein bisschen kubistisch angelegt schon so. Ja? Aber das ist natürlich, was ich hier so ein bisschen, ja, abkupfere. So, bevor ich jetzt auf dieser Seite hier den Franz Marc reininterpretiere, also auch wieder Vorskizze mit Bleistift, wische ich einmal hier so drüber. Deswegen wird zuerst hier der 356er, also das Motiv hier, wird ja, wie im richtigen Leben, als wenn ich ein Auto lackiere, da kommt erst ein Spachtel und eine Grundierung drauf, so ist das beim Malen auch. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, den nicht so ganz hellrot zu machen, wie er hier im Original ist. Ich weiß gar nicht, ob das Auto 356 so hell lackiert worden ist. Also ich habe mich jetzt hier für den dunkelsten Ton hier entschieden. Da nennt sich Rose Madder. Und da werde ich jetzt also mit viel Verdünnung erst hier eine Grundierung oder eine Lasierung drunter setzen, bevor wirklich das Auto dann gemalt wird. Also man zeichnet es quasi zweimal. So, die Bluse der Dame werden wir jetzt auch noch ein bisschen anlasieren. Okay. So, okay. Wir gehen rüber zum Marc.
So. Also, alle Achtung, sehr gut gemacht. Also von Franz Marc ist das sehr gut gemacht. Ich glaube, er war Grafiker, Zeichner und von diesem Motiv gibt es also auch Vorzeichnungen oder Skizzen oder was das ist auch immer. Da heißt das die weidenden Pferde und das ist genauso. Also stellt euch mal vor, ihr malt ein Pferd oder ihr sollt ein Pferd malen. Dann malt man das ja so wie so ein Reiterbild. Und hier ist das ja, also mit diesen verdrehten Köpfen und hier sieht man ja die Lebensfreude dieser Pferde und dass sie agil sind, die drücken was aus. Und das war genau auch die Absicht von Franz Marc. Also er wollte nicht nur ein Pferd malen oder abstrahieren, sondern er wollte auch das Gefühl transportieren, das dieses Tier hat. Die Kreatur, also zeichnen in ihrer Empfindung. Also das war, glaube ich, so ein Schritt. Also es gibt ja auch die fliegende Kuh, also so eine gelbe fliegende Kuh oder die nach hinten so hochspringt und so weiter, dass man also den Ausdruck dieses Tieres, was erlebt die Kreatur gerade, das wollte er also auch ins Bild transportieren. Und ich finde, das ist also bei dieser Studie also sehr schön gemacht. Das ist ja eine Momentaufnahme. Das heißt also, diese ganze Studie muss ja betrieben worden sein und so ein Pferd hält ja nicht still. Also er muss sich genau auch mit der Anatomie dieses Pferdes auseinandersetzen. Also, Achtung, das ist gut. Das ist wirklich super gut. Achso, ihr seht noch nichts. Ich übertrage euch das nochmal eben in dieses Laplace-Bild hier. Dann könnt ihr wieder die Kanten erkennen und die Kamera rechnet wieder um. So, ihr kennt das schon, die Pferdchen werden jetzt grundiert in Blau. Im Expressionismus nennt man das, glaube ich, die Befreiung der Farbe, wenn man total abweicht. Oder diese Entwicklung war die Befreiung der Farbe, so muss man das, glaube ich, so sehen. So, ein Pinsel. So, okay, die Pferdchen sind jetzt also auch grundiert. So, jetzt fangen wir mit dem Malen wirklich an. Und wir fangen wieder links an. Ich baue wieder etwas um. Heute Morgen mit neuem Licht ist das Mädchen jetzt entstanden, also es ist in erster Näherung gemalt. Mal sehen, wie abstrakt das Bild noch wird. Vielleicht werden noch so ein paar Konturen hinterher eingezogen. Blondes Mädchen, orange Sonnenbrille, so lassen wir das erstmal. Jetzt geht es weiter mit dem 356.
Das Schwierigste bei den Autos ist immer, das Glas zu malen, meine ich auf jeden Fall. Also, man muss ja irgendwas auftragen, aber gleichzeitig muss es durchsichtig sein. Durchsichtige Farbe gibt es ja nicht und man muss das versuchen, Transparenz darzustellen. Also, erst alle Details und hinterher wird wieder die Karosse dann letztendlich fertig gemacht. Aber erst die Details, damit man also hier so ein bisschen rumschmieren kann mit dem Lappen und so weiter. Und dann funktioniert das irgendwie. So, der dritte Tag ist vorbei. Sagen wir mal, der 356er ist gemalt. Jetzt brauchen wir immer Tageslicht und jetzt wird es schon wieder zu dunkel, um zu malen. Und dieses Motiv will ich euch nochmal irgendwie zeigen. Das war das Kalenderblatt von einem Kalender 2016. Und zwar sind das Autos hier über 12 Kalenderblätter von Kollegen, also von Vereinskollegen. Einmal ist es der Eckbert und der Alf, haben hier ihre Autos 2016 hier mal fotografieren lassen. Und das sind so schöne Kalenderblätter hier. Also dies finde ich auch besonders schön hier. Ich glaube, da setze ich nochmal um. Also hier diese Dame, die sich hier vor dem 190er aufstellt, hinten vor dem Rapsfeld. Also, soweit hier jetzt zu dieser Seite. Morgen geht es weiter auf der anderen Seite mit den Pferden. Dann gehen wir wieder so ein bisschen total in den abstrakten Bereich und setzen von Franz Marc hier mal diese Zeichnung um. Also grundiert ist es und es geht jetzt weiter morgen mit dem Auszeichnen. Guten Morgen, ich warte noch auf das Tageslicht, um das Bild fertigzustellen. So weit bin ich gestern gekommen. Man schaut sich das natürlich auch abends an. Welche Qualität hat man überhaupt erzeugt? Und darf man überhaupt ein solches Motiv klauen für sein eigenes Bild? Ja, ja, man darf. Man muss sich das so vorstellen. Also auch die großen Künstler seiner Zeit, also Marc oder Kandinsky oder so, die wollte natürlich das Malen verändern oder zu einem neuen Aufbruch kommen und die kannten sich auch untereinander und haben sich ausgetauscht in der Zeit und haben natürlich auch sich gegenseitig beeinflusst. Das heißt also, sie haben sich ihre Werke gezeigt, sie haben sich getroffen. Ich weiß aus der Literatur, dass Franz Marc zum Beispiel, August Macke, die Kinder haben auch ein kleines blaues Pferd von ihm bekommen als Geschenk. Das heißt also, man tauschte sich aus und man traf sich und man beeinflusste sich auch gegenseitig. Übrigens, vielleicht, das ist interessant, der größte, sag mal, der so von anderen interpretiert hat, ist zum Beispiel auch der berühmteste Maler. Das ist Picasso. Also Picasso hat viel ja, geklaut von anderen oder was übernommen, hat das natürlich dann in seinen eigenen revolutionären Malstil eingebracht, aber er war fast berüchtigt und die anderen Maler haben also die Ateliers zugemacht. Also das war an sich so üblich in der Zeit, weil sich das Malen wirklich dann eben auch neu entwickelte. Also zum Beispiel auch Braque hat von Picasso also auch regelmäßig seine Bilder beurteilen lassen. Also da war ein großer Austausch. Auch Franz Marc hatte also die Verbindung nach Frankreich. Er sprach ja fließend, glaube ich,
Französisch und war also stark im Austausch mit den Künstlern seiner Zeit. Also, wir malen das Bildchen jetzt mal zu Ende und können diese schöne magische Landschaft hier rein und das darf man. Sechster Tag, das Bild wird vielleicht heute fertig. Die Landschaft wird jetzt hintermalt. Ich habe eben schon mal das Kameraobjektiv hier auf diese Stelle gehalten und die Kamera sagt mir, ich fotografiere eine Landschaft. Also, ich bin auf einem guten Weg. So, es wird noch ein bisschen vervollständigt und dann sehen wir uns wieder. So, okay, das war's. Ja, bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video und hat jetzt 6 Tage gedauert. Also tschüss, bis zum nächsten Mal.